Hallo Freunde und herzlich willkommen oder so, keine Ahnung. Ja, die letzten Wochen kamen so ein paar Videos, die waren ja vorproduziert. Heißt, wir haben uns da nicht wirklich zusammengesetzt. Jetzt hier in den letzten Wochen war ein bisschen hektisch und so mit Arbeit und tralala. Ja, entsprechend war ich auch auf YouTube relativ inaktiv, bis auf ein paar Sachen, die ich mir halt so selber privat angeguckt habe. Und ich habe jetzt mal in die Statistiken geguckt und diese Analytics und so. Und ja, wir haben uns immer bemüht, höflich und freundlich und sonst noch was zu sein. Und ja, für nichts, für absolut nichts. Also für euch, klar, für uns, aber es stellt sich raus, dass YouTube unsere Videos tatsächlich in der Sekunde, in der sie hochgeladen sind, flaggt als nicht werbefreundlich. Und ja, dann habe ich mir gedacht, gut, dann kann ich mir einfach vor die Kamera stellen und ein bisschen rumrenten. Funktioniert bei Tanzverbot ja auch. Doppelpiece an dich, dann sieh, alles prima. Ja, und scheiß drauf. Es ist mir egal. Fick dich, YouTube. Das klang jetzt ein bisschen böse, weiß ich. Das soll auch nicht heißen, dass wir keinen Bock mehr haben oder so. Ganz im Gegenteil. Mehr denn je. Gerade vor zwei Wochen waren wir im Teufelswerk in Köln. Haben uns da ein bisschen mit dem Roman von Dampfleinen unterhalten und so. War super nice. Ja, und der hat halt dieselben Probleme, aber der hat natürlich deutlich mehr Reichweite und auch deutlich bessere Connections. So, was also tun? Ganz einfach. Drauf scheißen. Auf diese dösige Monetarisierung. Ne? Ich habe irgendwann letztens, das ist schon eine ganze Weile her, glaube ich, habe ich ein Bild gepostet, dass wir jetzt, glaube ich, in einem halben Jahr $4 damit eingenommen haben, mit diesen Werbeanzeigen. Ne? Und ich habe ja dazu aufgerufen, hier, Leute, macht mal bitte eure Werbeblocker aus und so. Lasst eure Werbeblocker an, es gibt die Werbung, völlig Wurst. Dieses ganze Konzept YouTube Money ist sowieso, also ich meine klar, bei unserer Reichweite, das muss man auch vielleicht mal fairerweise sagen, braucht man nicht damit rechnen, dass da Unsummen herumkommen. Aber nochmal zurück, halbes Jahr $4 und ausgezahlt wird ab $75. So, das macht in meinem Kopf 37,5 Jahre, die wir das Ganze machen müssten, ja, ungefähr. Um da einmal ausgezahlt zu werden. Und das ist Bullshit. Und dafür brauchen wir nicht höflich sein. Ja, dafür brauchen wir nicht versuchen, werbefreundlich zu sein. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Habe ich auch keinen Bock drauf. Absolut null. Dann sind wir lieber ein bisschen, ja, wie man das hierzulande so sagt, kodderschnäuzig. Fluchen auch mal hier und da. Haben aber dafür deutlich mehr Spaß an der ganzen Geschichte. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn euch das dann nicht, wenn das nicht irgendwie mit eurer guten Kinderstube irgendwie bricht oder sonst irgendwas. Wenn ihr uns trotzdem irgendwie unterstützen wollt, und das hier ist kein Spendenaufruf, bitte nicht falsch verstehen, ich möchte nur informieren, weil auf Facebook habe ich das schon getan, hier auf YouTube noch nicht. Wenn ihr uns trotzdem unterstützen wollt, unten in der Beschreibung ist ein Link zu Tippi-Stream. Da hat mich der Kevin, der liebe Dampfguru, darauf aufmerksam gemacht. Eddie und Also von den Panda Clouds haben das auch. Also und Eddie, Entschuldigung, wo bleiben meine Manieren? Genau, die haben das auch schon. Da könnt ihr uns einfach, wenn ihr gerade irgendein Lotto gewonnen habt und sagt, oh, komm, nee, so 2 Euro können wir denen da mal hier zukommen lassen, dann könnt ihr das da gerne machen. Und ihr werdet auch auf jeden Fall immer auf dem Laufenden gehalten, was mit diesem Geld passiert. Ja, also es ist nicht, dass wir uns das irgendwie in die eigene Tasche stecken, da habe ich überhaupt gar kein Interesse dran. Sondern wenn ihr geneigt seid, uns zu unterstützen, dann wird das 1:1 reinvestiert. Ja, hier an dieser Stelle Props an den Jens, der hat nämlich, das hat er ja schon angekündigt, ich habe es irgendwie wieder verdrängt und fasse es immer noch nicht, er hat uns tatsächlich unterstützt mit einer Summe X. Diese Summe X ist bereits reinvestiert, er weiß noch nichts von seinem Glück. So, und wenn da tatsächlich mal irgendwie was zusammenkommt, ne, könnt ihr euch auch sicher sein, das wird nicht zum Behalten sein, das wird verlost. Garantiert. Und zwar nicht irgendwie unmenschlich mit, ihr müsst erst 5000 Klicks und wir brauchen 3 Millionen Abonnenten, damit das irgendwann mal rausgeht. Wir sind nicht KS-Freak. Ja, und
ganz im Ernst, ich mache die Nexus-Auslosung nächste Woche, ich mache die Vaphouse-Auslosung nächste Woche. Das war einfach, waren einfach utopische Zahlen, die wir da genannt haben und macht daher keinen Sinn und deswegen geht das Zeug jetzt einfach raus. Ich habe keine Lust, das da ewig rumhampeln zu haben und darauf zu warten, dass da irgendwann vielleicht mal ein Gewinnspiel ausgelost wird. Habe ich keine Lust mehr drauf. Ja, warum auf irgendwas warten? Wir machen einfach begrenzte Zeiträume und fertig. An dieser Stelle einmal bitte auf Instagram abchecken, Mr. Pink, der Lukas, Kumpel von uns, der hat gerade auch zu sein, ich weiß nicht, wie viel 30 Abonnenten, hat er auch irgendwie eigene Calls verlost, der den Beitrag verlinke ich hier unten drunter auf Instagram. Könnt ihr gerne mitmachen, könnt ihr Calls gewinnen, super geil. Ja, was möchte ich noch sagen? Ich weiß es nicht. Die Vorbereitungen für ein Weihnachtsspecial laufen. Wir sind da noch so ein bisschen in der Planung, was machen wir, aber wir machen was. Definitiv. Ja, das ist jetzt alles hier ziemlich unkoordiniert in die Kamera gesprochen, weil mir einfach gerade danach ist, weil ich einfach eigentlich gerade ziemlich pissig bin. Dass halt Mühe, die man sich macht, dann noch nicht mal irgendwie gewürdigt wird. Ja, also nicht von euch. Ihr seid super. Wir sind super. YouTube ist kacke. Also YouTube eigentlich nicht kacke, aber der Algorithmus ist kacke. Aber wenn ihr ein bisschen auf YouTube aktiv seid, wisst ihr das ja schon lange. Die große Adpocalypse, genau. So wurde es, glaube ich, genannt. Ja. Und das Schöne ist, das habe ich, glaube ich, auch mal auf Facebook gepostet, wenn wir wollten, dass unsere Videos nicht mehr gefleckt sind, können wir das beantragen. Das Ding ist nur, um das umgesetzt zu bekommen, bräuchten unsere Videos 1000 Klicks die Woche. Und zwar nicht insgesamt. Nein, pro Video, das überprüft werden soll. Seid ihr eigentlich behindert? Also, wir sind ein kleiner Kanal. Ja, wie sollen wir das machen? Wir haben gedacht, ja gut, ne, vielleicht hier und da, vielleicht kommt mal alle. Und wenn wir nur in einem halben Jahr irgendwie ein bisschen was zusammen hätten. Aber nein, wie denn auch, wenn wir ständig gefleckt werden? Und natürlich ist unser Content ab 18, gar keine Frage. Und selbst wenn Minderjährige es gucken, gehe ich einfach mal wohlwollend davon aus, dass Minderjährige das nur gucken, um sich zu informieren. Ja? Und dass vor unseren Videos keine Spielzeugwerbung kommt. Das erschließt sich mir. Dass vor unseren Videos vielleicht keine Werbung für Babynahrung kommt. Das macht auch Sinn. Aber warum zum Geier werden wir als komplett werbeunfreundlich, als nicht monetarisierbar gefleckt? Ja, das verstehe ich nicht. Wenn es an der Reichweite liegen würde, okay. Aber wir haben ja vorher auch schon, ich hab vor Jahren mal einen anderen Kanal gehabt. Mit dem habe ich nicht mehr eingenommen. Aber da waren die Videos allesamt werbefreundlich und da habe ich rumgeflucht bis zum geht nicht mehr. Und auch da hatte ich nur 80, 90 Abonnenten, irgendwie so. Ne? Also die Ertragsspanne könnt ihr euch dann ungefähr denken. So, aber das war werbefreundlich. Warum? Weil es Let's Plays waren. So, schlechte Let's Plays. Das noch dazu. Ja. Und in den Spielen gab es Gewalt, Blut, alles. Und das war werbefreundlich. Wir sind nicht werbefreundlich. Bei uns gibt es keine Gewalt, kein Blut. Vielleicht ist das das Problem. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt habe ich mich, glaube ich, mal ein bisschen... Also ich bin noch nicht mal richtig ausgerastet, wie ich es eigentlich vorhatte. Aber das möchte ich weder euch noch mir antun. Und auch nicht den Menschen, die hier ständig vorbeilaufen und mich komisch angucken. Ja, es wird auf jeden Fall so viel noch jetzt zusammenfassend, es wird in Zukunft ein etwas vielleicht rauerer Ton oder vielleicht auch ein etwas fluchenderer Ton angeschlagen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Ich hoffe, dass, also ne, so sind wir dann wirklich. Ja, also normal, wir haben bisher halt immer versucht, uns ein bisschen zu benehmen und jetzt sind wir halt einfach an dem Punkt, wo wir sagen, wofür? Wofür? Ja, lassen wir also. Gut. Allzeit gut, dann bis zum nächsten Mal.